Oh, was ist jetzt los? Okay. Oh. Oh nein, die nehmen Vegeta ein. Ah, Dave, du Dackel, kannst nicht aufpassen, Zermann. Nicht dein Ernst. Oh je, Mine. Oh je, Mine. Schon nicht dein Ernst gerade, oder Vegeta? Was machst du da, Vegeta? Ist es Thriller? Thriller, nein. Was sagt der? Dieser Junge. So, wir haben eine Fähigkeit erlernt, um das mit uns zu aufhängen. Okay, alles klar, merken wir's. Alles klar. Dann. Alright, dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze weiterhin verläuft. Jetzt! Dank den Ladezeiten, da bleibt immer Strecke. Und zwar, ja, wichtig. Jetzt können wir quasi weiterspielen. Karte poppen wir mal auf. Oh, perfekt. Wenn mir da angezeigt wird, wo ich hin muss, dann ist umso gemütlicher für mich auf jeden Fall. Aber wir haben, glaube ich, doch. Haben wir Fähigkeiten bekommen? Kampfoption, also ganz klar. Hier Fähigkeiten anpassen. Yay. Oh, beziehungsweise, was heißt yay? Haben wir andere. Ah, ich könnte sie auf eine andere Taste legen. Okay, aber andere haben wir noch nicht. Wie gesagt, wir bekommen dann wahrscheinlich über die Zeit welche. Wir können auch sicherlich welche kaufen. J-Fähigkeit? Super Sengoku. Oder, ah, wir haben die J-Fähigkeit bekommen. Ich glaube, ja. Das, wenn wir uns awaken, dann. Ja, werden wir zum Super Seng. Und die Fertigkeit, die Kraft steigt dran. Effektiv steigt mit Level. Ja, okay, passt alles. Sehr schön. Das habe ich mir jetzt ausgerüstet. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ansonsten Hilfsfähigkeit habe ich irgendwie sowas. Ah, mein Helfer kann ich mitnehmen oder was? Unterstützungsfähigkeit einstellen. Weil das passt erstmal so, würde ich sagen. Und ja, okay, let's go. Dann gehen wir mal direkt zur Quest. Oh je, hey, hey, hallo, hallo. Muss da runter. Ich würde aber auch gerne mir Klamotten kaufen oder so. Aber wahrscheinlich kriegen wir über die Quest welche. Kann ich runterspringen? Yeah! Alter, geil! Genau das! Aber oh nein! Oh nee, wo muss ich jetzt wieder hin? Wo waren die Ausrufezeichen? Ich hab den noch direkt gesehen. Ah, jetzt da. Aber ist, der ist unten wieder, oder was? Ah, muss wieder zum Direkt. Ah, oder? Ist der hier irgendwo? Nee, der ist schon. Wo? Direktor! Ja, der ist wahrscheinlich wieder unten. Oh mein. Ah, da unten kann ich. Ja, ja, die Abkürzungen, die wollen wir nehmen heute, oder? Nee. Genau, das ist es. Jedenfalls. Ja, falls ich noch im Laufe des Spiels herauskriege, wie ich diese Karte da vergrößern könnte oder ob ich sie bei Plus irgendwie so sehen könnte oder nicht, wäre es gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Weil wenn ich bei solchen Games ein Ausrufezeichen nicht finde oder halt wo ich hin muss, dann ich verlaufe mich sofort. Aber jetzt sind wir beim Direktor, let's go. Was hat er dazu sagen, der Boy? Unser Glatzi. By the way, lasst mich wissen, für welchen Charakterstil ihr euch entschieden habt. Am Anfang konnten wir wählen. Erstes war so, sag ich mal, der Sane Kampfstil, die Zeit der Piraten und der letzte. Cosmic Cube no chikara o tsukai konashite iru you de nani yori da. Sassoku da ga, team no member to tomo ni mission ni nozonde morau. Kitai shite iru zo. Mach ich. By the way, wie gesagt, wegen so. Oh, stopp jetzt. Warte. Ich soll trainieren gehen, ne? Jetzt die Frage, wo und wohin? By the way, so Technik-Sachen. Die kann sein, dass ich mir erstmal ein paar Parts einfinden muss. Das heißt auch wegen dem Audio, falls es zu leise ist, zu laut ist, könnt ihr mich gerne wissen lassen. Bringt mich zu Mission Scheiße, finde ich noch gerade. Missionstresen, okay. Und auch wo ich mich hinplatziere und so. Kann auch sein, dass ich mich nach rechts platziere im Laufe des Spiels oder so. Kriegen wir einfach alles spontan hin. Genau, aber wegen dem letzten Typus, erster Typus war so mehr Sane-Kampfzeit, zweite dann Piraten und der letzte dann Ninja, schätze ich mal, wegen Naruto. Zu den Missionstresen, ich glaube, die sollten in unserer Base sein. Ah ja, richtig, perfekt, genau das will ich sehen. Genau das will ich sehen. Es sei denn, ich gebe auf. Ah nein, 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 genau das will ich nicht sehen. Die Missionstresen sind da oben oder was? Bei sowas, ey. Ich wäre komplett vorbeigehen. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben sie die Mission für mich. Das ist die Missionstresen. Du sollst darauf achten, die Mission zu absolvieren. Okay.
Vor allem mit so einer Schlüsselmission. Ja, zum Beispiel an der Stelle würde ich mich eigentlich liebend gerne, wenn ich eine Stelle so hier so finde, dann wäre es nice, weil da könnte ich alles lesen. Diese kritische Mission, okay. Come to Trust, bla bla. Freie Mission machen wir erstmal an der Stelle, let's go. Ja, wir haben nur angefangen. Mach mal langsam bitte jetzt. Level Training 1. Gewinne den Kampf, gewinne die Runde und behalte mindestens 60% deiner Leben. Hallo? Ich stiss dich sorry vom Spiel. Ich stiss dich sorry. Schick mich mal auf eine Quest oder so, wo es so richtig abgeht. Boah, Action brauche ich. Ja, was soll ich jetzt machen so? Wie? Hä? Ausrufezeichen ist sorry, ich weiß es, deswegen mache ich es einfach. Aber ich nehme Yugi, oh mein Gott, Alter. Yugi, nehmen wir, wen nehmen wir noch? Nehmen wir einfach mal ein paar Charaktere rein. Rio gefiel mir richtig gut. Und ansonsten nehmen wir mal einfach, keine Ahnung. Nehmen wir mal Asta, let's go. Nein, nein, nicht Asta. Nicht Asta, bei denen nehme ich nicht mehr. Wisst ihr warum? Sein Awakening ist zu brutal. Der war mal bei mir demonetarisiert wegen der Thumbnail. aber gut, jetzt ist so Bescheid. Ja, wie gesagt, ist auch, also ich denke mal, es ist so von Story-technisch ähnlich wie Xenoverse. Ich denke, wir müssen es auch so von Quest zu Quest hochbomben und dann kommen wahrscheinlich so Quests, die mit einer Story zu tun haben, also mit der richtigen Storyline, mit Cain Galena und so. Und das wahrscheinlich jetzt so Side-Quests. Ja, schau mal, solche Spiele habe ich nicht oft gespielt, die von dem Typus von der Story her. Aber wir gucken einfach mal, wir werden dann hoffentlich, ja, uns hoffentlich nicht verlaufen. Ja, also wenn wir uns an der Story entlang bewegen, dann ist schon für mich ein guter, ja, ein guter Punkt. Und die Ladezeiten, danke. Oh. Yami, so cool. Was, wie aggressiv. Bro, Monster Cardo! kennt ihr die Stelle? Jetzt komm mal ran. Komm, es geht da. Schwarze Magier! Der Yugi ist so geil zu spielen. Alter, nichts. Was machst du? Dro, Monster Cardo! Hey, was ist jetzt? Glaube zum Beispiel beim Kämpfen. Ah, ich kann es nicht einstellen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Also mich hört man, glaube ich, nicht. Aber da ist auf jeden Fall euer Feedback gefragt. Dann werden wir da Part für Part stärker. Ah, der ist awake. Ich hab mich geschützt. Wie weit ihr den vorschiebt? Oh! Komm ran jetzt! Ah, ich glaube, ich hab zu viel Leben verloren, oder? Hä? Wollt ihr was sehen, Freunde? Bei nachts, wartet. Ihr seht's schon vielleicht. Jetzt erholt mal erstmal! Oh mein Gott, jetzt komm ran! Was? Oh mein Gott, der beschwört einfach Slifer. Oh mein Gott. Einfach Slifer. Oh nein, nein, ich wollte eigentlich nicht hin. ブラックマジシャン攻撃表示邪魔だぜいいぞ連続終わりだ何やってブラックマジシャンガール今やりな
Ich, mit dem, er Kreis von Yugi verstehe ich noch nicht ganz. Um echt zu sein, er Kreis von Yugi. Er zeigt Kreis von Yugi. Oh, Yugi so geil. Levelaufstieg, okay. Haben die Erzcharakter auch Levelaufstieg oder wie? Ja! Weil die Sache ist, bei solchen Spielen, da kann ein Kampf halt übertrieben lang dauern. Deswegen weiß ich es noch nicht, wegen der Länge der Parts ganz spontan, aber ich will es auch nicht übermächtig lang halten. So ein Part, aber wir werden da einfach warm, Freunde. Das ist auch für mich das erste Mal Jump Force, sag ich mal. Und ja, wir werden einfach warm, let's go. Aber! Wäre auch geil, wenn die Ladezeiten ein bisschen warm wären. Ja, komm mit sie, 81%, da geht noch mehr. Oh, Rang 1, genau das will ich sehen. Steigerung der Gesundheit, Level drin, okay. Ja, was ist jetzt? Muss ich ein paar machen oder was ist hier los? Oh je, warte mal, ich glaube, ich. Ja, Mann. Freie Mission, das sind kritische Missionen. Ja, du, warte mal. Stopp. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was muss ich überhaupt machen? So, muss ich. Hab ich. Ah! Hallo Leute! Heute im Let's Play von Jump Force mit Ozaru und zack! Haben wir die falsche Mission gemacht. Hab gerade gefragt, ey, wo gibt's. Story-Mission, das sind die Schlüsselmissionen. Ja, wäre gut, wenn man ein bisschen mitliest, ne? Wenn was uns der Captain sagt. Ja, jetzt wurden wir auch schlauer. Da wurden wir einfach schlauer, legit. Ich hoffe, ich habe nicht. Oh mein Gott, keiner weiß. Naja, wir ziehen mal ein bisschen an. Das, ja, guck mal, ich kann Vegeta nicht wählen, weil der ist unser Gegner, legit. Schlüsselmissionen sind das Ding. Ich werde das jetzt mal, glaube ich, nicht rausschneiden, Freunde, damit ihr einfach mal. Kann ich mich selbst sehen? Ja, oder? Damit ihr einfach mal. Ja, ich kann mich nicht selbst sehen. Ah, ich bin schon gewählt. Okay, verstehe. Die werden einfach schlauer, was soll ich sagen? Ich glaube, ich werde das einfach. Ja, das ist okay, okay. Das ist eine Schlüsselmission. Ich werde es einfach drin haben, Freunde. Ich werde das nicht rauscutten. Wahrscheinlich haben schon die meisten dann geschrieben: Hä, hey, du Idiot, was machst du? Du musst die andere Mission machen. Okay, ich wurde schlauer, danke. Dankeschön. Wurde auch an der Stelle schlauer, ja. Aber egal, da haben wir ein bisschen gesehen wie Yugi, ja. Yugi seine Action, was der so drauf hat. Aber Schlüsselmission Idees. Ja, wäre immer natürlich geil, ja, so. Für einen alten Dackel wie mich, wenn das Interface mir entgegenkommt und er einfach ein Ausrufezeichen setzen würde bei der Schlüsselmission, dann wüsste ich, okay, der alte Knacker, der muss da zur Schlüsselmission. Okay, let's go. Oh, was Kampftutorial? Ah, doch, wegen Erwachen und sowas, richtig, okay. Hier waren wir stehen geblieben. Okay, wir können erwachen, wenn wir mindestens 50, wenn sie zumindest mindestens 50% gefüllt ist. Ja, ZX. Ja, das ist meine Super-Attack, genau. Höllengranate haben wir. Kann ich aktivieren, wenn mindestens, wie gesagt, 50%. Oh, was ist denn so? Achso, okay. Genau, wenn wir R3, um zu awake. Okay. Das erste war jetzt dieses Ulti. Schleudere den Gegner weg, wenn du erwacht, den du angegriffen wirst. Oder ob es nur möglich, wenn die Erwachsene bei 100% liegt. Alles klar. Heißt. Hey, mach mal langsam. Madame, mach mal langsam. Noch mehr Köln-Granate oder was? Drücke LZ, um meinen anderen Teamcharakter die Position zu wechseln. LZ gedrückt, dann wird als Helfer agieren. Alter, mach mal langsam. So, jetzt bin ich Trump. Und wenn ich gedrückt halte. Ja, wenn du mich erlassen würdest. Wenn ich gedrückt halte, dann kommt hoffentlich ein weiterer. Junge, zieh mal meine. Raus mit dir jetzt! Jetzt. Okay. Ey! Ah, nur weil ich dich getroffen habe, oder was? Verarschen bitte nicht. Ja, jetzt, okay. Ja. Ja, raus mit dir jetzt! Wenn du erwachst, während du angreifst, springen die Charaktere deines Teams zu einem Team erwachen und angreifst zu deiner Seite. Was, wenn du erwachst, während du angreifst? Wie geht es? Ah, tatsächlich! LOL! Was?
Okay. Oh mein Gott. Hä? Wohin? Komm wieder! Okay, der Trump ist ja schon OP. Komm wieder! Kommt alle Tasten spam. Weil ich Sommer machen kann, heulig. Komm wieder! Ist wahrscheinlich total bedingt. Ja, komm mal her jetzt ran. Komm mal ran, Blüte. Bald Valentinstag, ne? Dann musst du aufpassen. Musst du aufpassen, wie du mit deinem Date umgehst. Aber jetzt packen wir mal. Nö. Darf ich den Charakter wechseln, bitte? Oh! Oh mein Gott. Korrekt, sehr schön. You know this. Okay, sehr schön. Okay, ja. Schlüsselmission ist dies. Schlüsselmission. Müssen wir uns merken. Wie gesagt, ich glaube, bei den Kämpfen ist der Ton ein wenig zu laut. Aber da brauche ich einfach euer Feedback, beziehungsweise beim Meditieren werde ich das merken. Und bei solchen Sachen, wenn ich Feedback von euch auffordere, vor allem bei Let's Plays, wundert euch nicht, wenn es im letzten im nächsten Part richtig eingestellt wurde, noch nicht richtig eingestellt wurde, weil die Parts sind ja quasi vorproduziert, ne? Also, aber ich sehe auf jeden Fall die Antworten, deswegen immer gefragt an der Stelle. Und das ist jetzt die Pausenshow, ja, während es geladen wird, muss mir immer was wieder einfallen, weil das Game so lange dauert zu laden. Danke, ja. Jetzt geht's weiter. Ja, legit, die Schlüsselmission hätten wir machen müssen einfach. Hier ist schon angenehm ruhig, hier ist alles nice. Aber wenn mir auch jemand sagen könnte, falls diese Karte da vergrößern kann, ich wäre jedem dankbar. Damit ich einfach direkt sehen kann, wo ich hin muss. Direktor Gloverino. Aber mein Charakter, der läuft so komisch, ey. Na. Jetzt guck mal, was der zu sagen hat. ナメック星から救援要請を受けました。ベノムズの襲撃です。なんだと。あいつらしつけえな。なお、そこでベジータの姿も確認されています。え?父さんが?父さんはベジータってトランクスの父ちゃんなのか?そのショースカンジャングボ。ベジータがベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を挙げて対する必要がある。待ってくれ。 ベジータは昔は悪いやつだったけんど、今違う。あいつにはジャンボスも。俺もそう思います。ナルトさん、俺もアルファチームに同行していいですか?ああ、ごめんや。行ってこいってばよ。はい。君も同行しろ。あ、klar。よし。そんじゃ、出発だ。 Sehr schön, auf nach, während es gedacht, Namek. Jede Story, wo ein Dragon Ball involviert ist, geh mal nach Namek. Genau dies. Genau, und in dieser Pausenshow, Freunde, warten wir darauf, dass das ganze Spiel mal ein bisschen late, ein bisschen schneller. By the way, bin ja übel weiß geworden, ey. Also vielleicht mal ein bisschen rausnehmen. Na, Spaß. Aber ja. Danke. Was? Könnt mal bitte anständige Klamotten geben, Freunde. Bitte. Keine Lust mehr, so wie Penner rumzulaufen. Oh. Was macht die Freiheitsstatue auf Namek? Oh, sorry. Einfach Schluck aufbekommen. Sorry. Ja, was macht die Freiheitsstatue auf Namek? Like, legit, keine Ahnung. Aber jetzt gespannt, was mit Vegeta abgeht. Let's go. Unser erster
Kleine, große Gegner, Vegeta. Bitte lade das Spiel. Ich meine, 99% kann nicht so lange dauern, 1% zu laden, du. Danke. Ach, sieht das, dann machen wir langsam. Gut mit dir! Toter Meda! Oh! Ura, ura, ura! Die Super-Tag ist so geil. Trunks ist geil. Trunks ist geil. Trunks spielt sich geil. Ich finde, man kann auch gute Kombos mit ihm anhängen. Also es kommt mal so, nach seinen Kombos seine Skills kann man gut anhängen, finde ich. Okay, cool. Ja, genau so sollte eine, ja, so Nebenmission verlaufen. So kurz und schmerzlos, fertig. Gefühlt, das Laden geht länger als ja. als die Sidequests. Ja, muss ein bisschen Dampf machen. Ja, das Laden sich ein bisschen. Ja, ein bisschen besser wird. Kommen Sie jetzt. Schmettern, schweres Schmettern. Vegeta! Ome, du hast da! Tosa, Schoki, nimm doch das Ei! Damit, oder das noch ja, mal die Kikoite hinein! Wie besorgt! Bauchschmerzen. Ich habe auch einen Namen, kannst du mal nein, auch, meinen Namen auch aussprechen gehört. Oje, oje. Und schon wieder eine Ladeszene. Oh, ja, genau die Sicht ist. Willkommen bei Let's Play Ladescreens. Heute, oh, was, schon 99%? Ja, ja, schon 99%. Das ist der berühmt-berüchtigte 1%. Das brauche ich, das sage ich dir. Die 1%. Die macht es halt immer aus. So, 1%. 1% Droprate. Gefühlt nie. Ist auch logisch. Aber 1% zum Fehlen, dass das Ding mal lädt, das sollte nicht so lange dauern. Du. Ja. GG. Danke. Das dauert zu lang. Normalerweise tut man es Kangara das mit einem anderen Skill zusammenhängen. Dann dauert es nicht so lang. Man kann ihn befestigen, Füßen sagen. Oh. Wow. Also mir hat es leider den Anschein, als könnte man seinen Charakteren keine Schwerter mitgeben. Weil der, also ich habe jetzt natürlich logischerweise keine Schwerter, aber der tut sich so selbst Schwerter herzaubern. Weiß doch nicht. Ich meine, im Endeffekt wären wir schlauer, wenn wir das Spiel ein bisschen länger spielen. Wäre cool, ich würde es cool finden, wenn man einfach einen Charakter, wenn man ihm so oder so Skills gibt, die auf Schwerttechnik basieren. Dann wäre es cool, wenn man noch Schwerter mitnehmen könnte. Wie gesagt, das Ganze werden wir noch erfahren, Freunde. Wir gucken jetzt mal, was jetzt abgeht. Und richtig, in Zukunft, in diesem Part werde ich es auch belassen. In Zukunft, schätze ich, werde ich lange Ladezeiten raushauen. Ich meine, jetzt geht es eigentlich noch. Ich übertreibe, aber genau. Ja, Taza! Mite kudasai! Rage.
Oh. Kosmik Cube. Nante magamaga shiki o hanatte iru nda. Groß. Navigator ni Kosmik Cube no kaishuu o shiji shite kudasai. Oh. Ryōkai shimashita. Kaishuu sequence o kidō shimasu. Pass auf, ne, ich sag's dir. Vegeta, willkommen zurück, ey! Überraschung. Kakarot. Ja, hallo. Genau da. Naniko. Yokatta. To-san, shōki ni modottan desu ne. Ich bin auch da, ja. Danke, ciao. Ja, so haben wir Vegeta. Jōkan, kikoimasu ka? Owatta ka?父さんが悪の道に戻ってしまったのではないかと気が気でなかったですが、キューブは回収しました。おい、これはどういうことだ。俺にも分かるように説明しろ。それは私から説明する。君を操っていたのはコズミックキューブだ。キューブの力はそれを宿した本人の意思によって善悪どちらに転ずるか決まると考えられていた。君が善の意思によってベノムズではなく 我々の仲間、ジェイフォースの一員となったように。だが、キューブの利用方法は他にもあったようだ。何者かの強い意志、その悪意にあらかじめ侵されたキューブによって、本人の意思に関係なく、そのものを操る力。やはり、ベノムズの背後には何者かが暗躍していると考えていいだろう。くそ、誰なんだ。俺を操っていたやつというのは。それについては現在 調査を進めている。おい、貴様ら。俺もそのJ-Forceと呼ばれる戦いに参加させてもらうと、この借りは必ず返す。Aggressiv. Die Sache ist, die Sprachausgabe ist japanisch, Titel deutsch. Man kann es sich anders einstellen, wenn ich alles richtig gesehen habe. Ich konnte lediglich Moment. So. Hōgoku Gokuro-sama. 案外頼りにならないのね。惑星ベジータの王子とやらも。でも負けてしまったものはしょうがないわ。撤退しましょう。おお。これは。Nicht spannend。あの女、一体。あ、als ich meine komplette PS4 auf Englisch gestellt hatte, dann wurde es auf Englisch Titel, ja. Sprachausgabe wusste ich nicht, aber ich glaube, so Optionen, dass man sie individuell tauschen kann oder umstellen kann, gibt es, glaube ich, nicht. Wenn ich mich irre, könnt ihr es so gerne wissen lassen in den Kommentaren, Freunde. Ansonsten hoffe ich, kehren wir hier zu Bar zurück, damit wir hier den Part abschließen können. Ihr merkt schon, so eine Mission. Shokun, Gokuro. Kimitachi no katsuyaku de Namekusei wa sukuwareta. Vegeta wo kyushitsu dekita koto wa warera ni totte ookina zenshin da. 人を操るコズミックキューブの存在が明らかになり、キューブにはまだ我々が知らない力が隠されていることが分かった。うん。一応礼を言っておく。Kein Ding。諸君、戦いはこれからだ。現実世界、そしてジャンプ世界に平和を取り戻すため。引き続き、ベノムズの討伐とコズミックキューブの回収。そしてこれからは操られた仲間の救出。その 3つが我々の使命となる。Okay. Genau. Ganz ehrlich, ich traue dem Direktor nicht irgendwie. Irgendwie traue ich dem nicht, muss ich ehrlich gestehen. Aber jetzt gucken wir mal, wo wir hier danach landen, ob wir dann der größte Schurke, Kapitel 2 war das? Oh. Oh. Interessant, es ist geil, dass halt die ganzen Anime-Welten so vereint in einem Spiel. Und Hauptsache, dass die ein bisschen Interaktion haben, das sagt schon übertrieben viel aus, finde ich. Schon richtig geil gemacht. Aber gut, ja. Können wir jetzt im Schlussmarke? Ihr merkt es schon nicht. Wir haben auch frisch damit angefangen. Ich weiß auch nicht, wie das Spiel funktioniert, wo ich quasi ein Ende setzen kann und nicht oder mich auf ein Ende vorbereiten kann. Aber ich schätze, jetzt sollten wir im Lager starten können. Heißt, hier können wir einen Schluss setzen und dann im nächsten Part weitermachen. Ich warte nur drauf, dass wir da quasi hinkommen, wenn das Ganze mal ein bisschen laden würde. Okay, hallo. Ja.
wenn ich mal hier bitte einen Schuss machen dürfte, dann... Ja, ich... Was? Lol, wir gucken die so. Als wären die verliebt, die zwei. Guck mal, Trunks, der läuft die Arme. Oh! みんな聞いてくれ。次の作戦はコズミックキューブに操られた仲間の救出だ。現在我々の活動は北米エリア中心にとどまっているが、協力な仲間を増やすことができれば他の地域での活動も広げていくことができる。みんなの活躍を期待している。 Alles klar, bin bereit. 君にも期待しているぞ。 Ja, Captain. Hi! Okay, Captain. Ich bin bereit. Aber lass uns bitte Schluss machen für den Part. Oh je, Mine, die wollen nicht mehr aufhören zu reden. Ja, Trunks, was zu sagen. Oh, Alarm, Alarm. Alarm für Cobra 11. Hallo. Venomous ist erschienen. Schau wieder. Ich werde sofort mit den Teammitgliedern kontaktieren. Ja, mach ich, danke. 強大なベノムズに対して J フォースはまだまだ戦力が足りません。 チームの枠を超えた協力も重要です。 急ぎましょう。 Ja, es geht im nächsten Part weiter, Trunks. Können wir mal ein bisschen langsam. Also, Freunde, lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.